Buffalo Creek, ich glaube, die sind tot, wenn ich angreife. Du hast irgendwie leicht mit Rebellen und irgendwie mit Barbaren zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Ja, weil da oben ein Lager ist und da respawnen die dann immer. Ja. Ich habe in Haithabu noch keine Einheiten. Um Schickst du das dann Gebiet welche zu hoch? sichern. Aber ich habe immerhin in dem Banza Kongo eine Missionar drin stehen. Wow, also das lohnt sich. So. Natürlich lohnt sich das. Das Irokesenland und Schweden sind jetzt Freunde. Super! Klasse Idee! Wenn da anfangen, Krieg zu machen, dann war's das mit uns. Venedig ist übrigens verängstigt. Auch geil. Hammer. Ach, meine Edelsteine für Gustav Adolf sind vorbei. Also ich war ja lange Zeit militärisch nicht so gut dabei. Aber jetzt, kann ich die Stadtstaaten, glaube ich, mal versuchen einzuschüchtern. Machen wir ein bisschen Mafia-like. Mobile Boden-Luft-Rakete in Tyros. Auch nicht schlecht. Alles überall. Habe gerade bei 6 Anhänger im Banza Kongo. Das ist ein No-Go. Das ist ein No-Go. Oh Mann, das Spiel braucht zu lange für die Entscheidungen. Schau ich mal, welchen Stadtstaat kann ich denn zuerst einschüchtern? Samarkand. Aber das sind noch Freunde. Ich weiß nicht. Was passiert beim Alles klar, das sind einfach mal furztrockene Barbaren, den wir Zerstörern gespawnt bei Lublin. Eine andere Frage. Habe ich irgendwelche Nachteile, wenn ich Freunde einschüchter? Funktioniert das gut oder ist es eher eine schlechte Idee? Schlechte Idee. Ja. Wenn es hart auf hart kommt, lassen sie dich nämlich im Stich. Okay. Du könntest aber. Wie könnte ich denn mal beispielsweise einschüchtern versuchen? Wie wär's mit Hormuz? Hormus, das sind meine Verbündeten, bist du wahnsinnig? Schauen wir mal, Singapur. Singapur ist aber arg weit weg und Wellington. Eigenschaft maritim. Wie schüchter ich denn Stadtstaaten eigentlich ein? Phil, du. Du gehst auf sie und nun ja, klickst auf die Stadtstaaten drauf und dann kannst du da unten was machen eigentlich. Krieg erklären, Tribut fordern, Schutzversprechen Ja, eingeschenkt. Tribut fordern ist es. Persönlichkeit feindlich gesinnt. Wenn dieser Stadtstaat mehr verängstigt ist. Okay. Schauen wir mal, wie ist Wellington drauf? Die sind nicht verängstigt genug. Alter, ich werf mal eine Atombombe auf einen. Dann mal schauen, ob die noch. Die lassen sich nicht einschüchtern. Noch ist die Zeit nicht reif. Aber bald schon, werdet ihr sehen. So. Ach Gott, er hat das Apollo-Programm gebaut. Ja? Ich. Du garantiert nicht, das war Yannick. Nein, das war ich. Das war Phil. Ehrlich? Ja. Stand bei mir aber gerade eben Yannick dran. Ja, ich habe auch drauf geklickt, da bei mir stand dann Metal, Yannick, also Metal Schickschicht, Yannick, Metal Schickschicht, Slattern und so. Und dann, als ich drauf geklickt habe, da ist er natürlich auf Moskau drauf gegangen, Bei aber. mir auch. Obwohl ich das gar nicht gebaut habe. Ich habe mich auch gewundert. So, ach, das war bestimmt Phil. Na, wen haben die denn als großen General? Akbar. Oh, Monument bringt plus 2 Zufriedenheit. Hätte ich das mal gewusst, hey. Hätte ich das mal gewusst. Also ich habe in meiner Ideologie das drin stehen. Sozialistischer Realismus plus 2 Zufriedenheit durch Monumente
Und Monumente werden doppelt so schnell gebaut. Ja, das müsste bei mir auch drin sein, weil es. Bist du auf Ordnung gegangen? Nee, Freiheit. Die Freiheit, mir alle Länder zu nehmen, die ich kriegen kann. Okay. Moskau sieht wie so eine Quetschwurst aus. Ugh. In St. Petersburg auch. Alles, was Stadtmauern hat, sieht irgendwie grässlich aus. Nein, ich kann mir das scheiß Uran nicht kaufen. Fuck. Brauchst du zufällig Uran? Nein, ich habe selber Uran. Du hast gesagt, du kannst es nicht kaufen. Zumindest habe ich nicht kaufen verstanden. Kannst mir. Ja, ich muss mir das Geländefeld kaufen, damit ich es mir holen kann. Ach so. Wir Russen machen guten Preis. Darf ich beefen? Ja. Ja. Tu dir keinen Zwang an. Ah, immer noch nächste Runde hier. Bei mir. So, jetzt muss ich leider auch beefen. War leider, hey. Unser Kriegstreiber sagt, er muss leider beefen. Das stimmt auch wieder. Ich habe doch keine Also. Archäologen. Warum eigentlich? Ich auch nicht. Die könnten Also ich habe ein paar. Geld bringen, weil ich glaube, diese Archäologiestätten bringen etwas. Die bringen Kultur. Oder so. Oder Tourismus. Was wiederum auch Geld bringt. Eben. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, nein! Was Ich da geh mal los? kurz über den Jordan. Ich komme zurück, wenn ich tot bin. Also zumindest rein. Ja, sagen wir mal so, minus 17 Zufriedenheit. Ich glaube, ich hau die Atombomben auf meine eigenen Städte. Was, nur weil du Zucker nicht mehr kriegst? Ich krieg Edelsteine nicht mehr, ich krieg Zucker nicht mehr, ich krieg gar nichts mehr. Also wir hatten Edelsteine, wir hatten Gold und wir hatten Zucker. Zucker, ja. Und von mir Krabben. Auch noch. Krabben, die. Ja, stimmt. Die sind auch weg. Jetzt bin ich dem Untergang geweiht. Unterstützt den Mann mit den Atombomben. Unterstützt ihn. Ich habe nur noch 150 Geld pro Runde. Ja, schön für dich. Ich habe minus 37. Das sind andere Dimensionen. Und minus 17 Zufriedenheit. Ah, minus 15 nur noch. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Yay, das Spiel braucht so ewig zum Laden. So. Edelsteine, Krabben. Edelsteine, Krabben und was hatten wir noch? Zucker, Gold. Okay. Dann kannst du dir dein Imperium aufbauen. Ja. Ah, gerettet. Und Finanzhaushalt ist noch in Ordnung. So. Deutschland minus 12. Alter, Persien, revolutionäre Welle. Was geht bei denen ab? Persien? Habe ich gar nicht gesehen.
Russland, Polen, Dissidenten, minus 31, Zufriedenheit. Ja. Dann schauen wir mal, was uns Dänemark bieten kann. Ich kann dir viel bieten, wenn der Tag lang ist. Ich kann dir halt nur Material gegen Material tauschen. Anders geht's nicht. Aber ich denke, das dürfte okay sein. Mann, bin ich froh, dass ich Uran habe, hey. Sonst hätte ich ja wieder nichts zu bieten. Typisch Kommunismus. Oder Sozialismus, muss man ja fast sagen. Pelze ist schwieriges Thema. Du hast vier Pelze. Wenn ich das jetzt annehme und dann meine Zufriedenheit weg ist. Ah, Deine nee. Zufriedenheit geht nicht runter. Okay, alles klar. Perfekt. Sofern du bloß ein Pelz für dich verwenden kannst, ist deine Zufriedenheit vollkommen vorhanden. Du hast vier Pelze, das heißt, du kannst drei verkaufen. Okay. Läuft. So, irgendwo muss ich einen Inquisitor noch hinschicken. Edelsteine. Meine Religion ist übrigens nicht größenwahnsinnig. Die ist in Na. Ordnung. Schwer in Ich Ordnung. will auch keine offenen Grenzen von euch. Ich will 8 Gold von euch. Weidenland. Ich hab einen Wissenschaftler. Apropos, was ist mit meinem Musiker? Wir beeilen die Technologie mal ein bisschen. Ich glaube, mit einem großen Wissenschaftler kannst du eh nichts anderes machen. Basagarde. Fliegen wir nach Montreal. Wenn es jemand auf den Sack gehen will, von den Ich baue in Leuten. Prag gerade eben die zweite Atombombe. Die zweite. Oh nein. Ich stehe schon dran, so mit vier, fünf Atombomben, denke mir so, okay, jetzt kann man da einen Krieg führen. Und wenn Dänemark dann auch vier, fünf Atombomben hat, dann sagen die, mach mal. Also ich müsste beefen. Ich muss Jo. kurz überlegen. Beefy muss mit. Ja, das Problem, was ich gerade habe, ich suche irgendwas Spezielles und weiß nicht mehr, was ich suche. Ah, verdammt. Irgendwas Cooles. Was? Irgendwas, was mir weiterhilft bei der ganzen Geschichte. Ach so, ja, ah, wie heißen sie denn? Archäologen. 25. Also da brauche ich eine Uni in der Stadt. Mal schauen, wie viel kosten die denn, wenn ich sie kaufen will. Archäologe. Kann man nicht kaufen. Wie lange dauern die zum Man wirklich nicht Herstellen? kaufen. Kann man die bauen? Ja. Ja. Tatsache, 8 Runden. Vier. In der Hauptstadt vier. Jetzt habe ich mal den Militärstützpunkt weg, weil der bringt jetzt nicht so viel Ja, direkt. 4. Gott. Von mir aus kannst du jetzt beefen, wenn du willst. Wobei. Naja, egal. Russland ist irgendwie wie ein Spiel mit dem Feuer. Man, bei Lublin hast du einfach nochmal eiskalt viele Krabben, wenn du um zwei Geländefelder wächst. So. Dann schauen wir doch mal. Nächste Runde heißt Religion verbreiten wie ein Virus weiter. Da, welche wird jetzt Bergen hat eine Religion angenommen, aber sogar die richtige. Eine richtige Religion hier. Ja, die haben die richtige Religion angenommen. Wo liegt denn die Stadt überhaupt? Ganz im Süden. Im südlichsten Süden, ach so. Da, wo die Falklandinseln ungefähr liegen. Na dann. Ich kann mein Militär wieder finanzieren, ich bin beruhigt. Kann man jetzt die ganze Zeit finanzieren?
ich jetzt mittlerweile wieder. 166 dafür raus. Ha. Das, obwohl ich Süß. Truppenmassenproduktion mache in den meisten Städten. In zwei werden Jäger gebaut, in einem wird eine Atombombe gebaut, in einem Panzerabwehrkanone, zwei Panzer, einmal Fallschirmjäger und nochmal Panzerabwehrkanone. Alles klar, Vereinte Nation, Weltherrscher, lass. Natürlich ich. Nein, ich.